endlich im eigenen Reich. Die Landauerin Edith Kindop lebt zwar noch immer aus Kartons, aber egal. Die Suche hat sich sehr schwierig gestaltet. Ich war etwas naiv und dachte, okay, innerhalb von 3 Monaten finde ich bestimmt was. Und nach einem halben Jahr war ich sehr demotiviert und war sehr frustriert. Ich habe dann irgendwann mir den Mieter Plus Account von ImmoScout gebucht und habe dann halt monatlich Geld bezahlt, und damit ich die Einträge bei ImmoScout einfach früher sehen kann. Und da habe ich dann auch oft gemerkt, so nach 4 Stunden gab es dann schon über 100 Bewerber für diese eine Wohnung. Landau mit knapp 50.000 Einwohnern ist eine Studentenstadt mit französischem Flair und ist wegen seiner Lage sehr begehrt. Im Rathaus kam die Verwaltung nach eigener Erhebung auf 700 leerstehende Wohnungen. Der Oberbürgermeister geht aber von gut 1.000 freien Wohnungen aus. Wenn ich 1.000 leerstehende Wohnungen bauen müsste, und ich muss sie bauen, dann würde mich das bis zu 300 Millionen Euro kosten, die ich natürlich überhaupt nicht habe. Allein am Marktplatz an zentraler Stelle stehen tausende Quadratmeter leer. Seit Jahren. Und nicht nur da. Die Stadt nimmt nun die Eigentümer in die Pflicht mit der Zweckentfremdungsverbotssatzung. Die Eigentümerinnen und Eigentümer müssen und werden verpflichtet zu melden, ob sie Leerstand haben. Wenn sie es nicht tun, kann es Bußgelder geben in großer Höhe. Aber wir helfen auch. Die Stadt plant so zum Beispiel einen Fonds für Eigentümer, die sich Renovierungen und Sanierungen nicht leisten können. Hier begrüßt man das Vorgehen der Stadt bei der Landauer Leerstandsinitiative, die sich im September gegründet hat. Mittlerweile ist daraus ein Verein geworden, der eine zum Verkauf und ebenfalls leerstehende Gastwirtschaft als Treffpunkt nutzt. Über Jenny Vollmann hatte die Landesschau schon berichtet, als ihr noch unklar war, was sie mit ihrem Haus in Nussdorf machen sollte. So kam sie auf die Idee der Zwischenmiete, heißt Verleih von Wohnraum auf Zeit, in der das Haus sonst leer stünde. In der Zeit bezahlt man als Vermieter natürlich weiterhin Nebenkosten. Man muss auf sein Haus aufpassen. Eigentlich muss es auch mal geheizt werden im Winter und all diese Sachen, dass es eben seinen Wert nicht verliert. Diese Nachteile von Leerstand habe ich natürlich nicht, wenn jemand drin wohnt. Und der andere große Grund ist, ich bin aktiv in der Landauer Leerstandsinitiative. Ich ärgere mich maßlos darüber, dass sehr viele Menschen Wohnraum brauchen und er gleichzeitig vollkommen ungenutzt in der Stadt herumsteht und viele Folgeprobleme schafft. Und ich will, dass Leerstand genutzt wird. Pamela Hirschmann wollte vom Land in die Stadt ziehen, doch die neue Wohnung war noch nicht frei. Und in der bisherigen wollte sie nicht bleiben. Ich wollte da raus. Und ich kannte die Leerstandsinitiative schon. Ich wusste schon, es gibt da unter Umständen eine Möglichkeit, weil ich nämlich auch gedacht, mir klar war, für 5 oder 6 Monate ein normales Mietverhältnis, welcher Vermieter geht denn das ein? Die Leerstandsinitiative und Jenny Vollmann, sie konnten also helfen. Von dem neuen Verein, meint Susanne Bröckelmann, profitierten auch Hauseigentümer durch gute Beratung. Sie selbst besitzt eine Immobilie. Man muss sich Gedanken machen, auch neue Wege gehen. Also jetzt zum Beispiel in einer Wohnimmobilie. Wieso kriege ich jetzt die Wohnimmobilie nicht vermietet? Ist die Ausstattung vielleicht schlecht? Ich brauche vielleicht einen Architekten, ich brauche vielleicht einen Bauantrag. Das sind alles Hürden für die Menschen, ja? In unserem Fall war es so, dass wir dann eine Tür anders, die musste halt andersrum aufgehen. Ja, gut, toll, aber das kostet ja alles Geld. Ja? Und wenn man nicht unbedingt die Ressourcen hat oder auch vielleicht eine Bank hat, die sich da querstellt, dann wird es den Besitzern schon schwer gemacht. Kaffee kocht Edith Kindop heute in ihrer eigenen Küche nach Jahren in einer WG. Sie konnte noch nicht auf die Hilfe der Leerstandsinitiative zurückgreifen. Es wäre auf jeden Fall schön gewesen, wenn man noch Unterstützung gehabt hätte. Definitiv, ja, das hätte so ein bisschen so diese Frustration genommen, glaube ich. Hier ausziehen, das wird sie so schnell nicht.